Freunde, Familie und Verwandte, mein Name ist Danny Man. Heute gibt es ein Homeworkout. Das Ganze wird 10 bis 20 Minuten dauern, je nachdem, wie lange ihr Pause macht jeweils. Das Ganze wird den ganzen Oberkörper beanspruchen und sollte möglich sein für Anfänger und Leute, die vielleicht nicht mehr in ihrer Topform sind. Sollte aber trotzdem auch noch ein gutes Workout sein für die, die schon relativ sportlich sind. Macht das Workout mit, ihr braucht kein Equipment, ohne viel reden. Los geht's. Ganz kurz Shoutout an meinen Homie Daniel, der hat das neue Logo, was ich jetzt unten als Profilbild habe, für mich gemacht. Checkt ihn auf jeden Fall ab, wenn ihr auch so Logo-Geschichten oder sowas ähnliches brauchen könnt. Und ja, Insta hier und in der Bio. Wir fangen mit ein paar Planks an. Hier bei der Forearm Plank achtet darauf, dass ihr eure Schultern durchstreckt und euren Oberkörper nicht hängen lasst. Die nächsten Übungen gehen erstmal alle auf die Bauchmuskeln. Hier würde ich empfehlen, sehr kurze oder gar keine Pausen zu machen. Hier bei den Leg Drops quasi einfach die Beine auf den Boden fallen lassen, aber früh genug auffangen, sodass am besten die Füße gar nicht den Boden berühren und dann die Beine einfach wieder so weit zurück, dass der Po den Boden verlässt. Bei den Crunches mache ich, wie ihr gleich sehen werdet, verschiedene Variationen mit den Armen. Ihr könnt selber entscheiden, welche Variation ihr für euch nehmen wollt. Am leichtesten ist es, wenn ihr die Arme ganz nah am Körper habt und am schwersten ist es, wenn ihr sie komplett ausstreckt. Bei dieser Übung ist es ganz wichtig, dass wenn ihr mit den Knien nach vorne kickt, ihr die Hüfte unten lasst, denn nur so spielt ihr das auch richtig in den Bauchmuskeln. Ab hier könnt ihr auch übrigens mehr Pausen zwischen den Sets und zwischen den Übungen machen. Das hier ist wahrscheinlich die schwerste Übung des ganzen Workouts. Wem die Variation hier noch zu schwer ist, der kann die Übung stattdessen auf den Knien machen. So wird das Ganze leichter. Bei den Dips könnt ihr von der Höhe ruhig etwas abweichen. Also wenn ihr ein höheres Bett oder sonst etwas habt, dann ist das gar kein Problem. Thank you.
Let's go. Let's go. Lasst euch bei den Push-Ups ruhig Zeit. Ihr seht, ich habe einen Moment gebraucht, um die richtige Position zu finden. Wichtig ist nur, dass alle Wiederholungen sauber sind. Das heißt, die Brust immer bis zum Boden und die Ellenbogen am Körper entlang und nicht zu den Seiten weg. Hier beim Rudern packt ihr das Handtuch ungefähr schulterbreit. Und während ihr es zur Brust zieht, zieht ihr es mit beiden Händen mit Spannung auseinander. Weil je stärker ihr es auseinanderzieht, desto intensiver ist es. Am besten macht ihr eure Füße auch etwas hoch, sodass sie nicht den Boden berühren. Die Supermans müssen nicht allzu schnell machen, also lieber etwas kontrollierter hier. Puh. So, das war's erstmal mit dem Workout. Lasst Feedback da, war es so leicht, war es so schwer? Seid ihr gut damit klargekommen? Also ich fand es eigentlich trotzdem ganz ordentlich so. Also ich bin selber am Schwitzen auch, wie ihr seht. Und ja, lasst liebe Kommentare und Feedback da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschalten.